Jo, servus die Marl und grüß euch die Buben. Herbstwanderung. Bin einmal wieder herum in Ort an der Donau. Möchte so eine kleine Runde gehen über 7-8 Kilometer. Da war ich einmal in der Nähe, da habe ich so einen Entenschießstand gefunden. Video habe ich damals gemacht, blende euch da jetzt oben ein. Da möchte ich mal wieder hinschauen. Ob der versperrt ist oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Werde auf alle Fälle schauen. Und ja, Kleinigkeit zum Essen gibt es heute wieder. Und Käfchen ist sowieso klar. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben ein schönes Wetter, soll die letzte schöne Woche werden. Letzte schöne Wochenende. Gehen wir mal los. Ja, ich höre da zwar immer wieder Schüsse da hinten, die auf den Jagd unterwegs sind, aber schätze mal tief nicht auf den Entenschießstand, weil da müssten sie sich anhängen, dass die nicht davon fliegen. Aber warten wir mal, schauen wir weiter. Ah, jetzt ist bei uns auch schon alles voller Laub. Ich bin schon wieder von einer Expedition, da ist schon wieder der Weg versperrt. Das ist ja Horror. Ich werde mich beschweren, aber so da noch. Ja, auf alle Fälle wird es jetzt warm. Schätze, wir werden so 18 Grad haben. Auf alle Fälle zu warm für mich, für die Jacken. Ja, ich zeige euch da mal meine Befestigungen, was ich da habe, meine Gummischnitteln. Ja, das sind solche Gummibandeln mit einer Kugel vorne drauf. Die sind optimal, werdet ihr sicher schon ein paar Mal bei mir gesehen haben. Bei meinem Fell verwende ich sie auch zum Zuhänger. Die sind optimal. Legt man da drüber, zieht durch, hängt ein und das Ganze ist fertig. Und hält super. Ja, weiter geht's in die Sonne. Also abgesehen vom Fluglärm ist das da schon geil. Ja, ist recht nett, nur die ist unnötig jetzt im Augenblick. Aber da weiß man wenigstens, wie viel Wasser da normal ist. Donau hat immer noch niedrig Wasser. Weiter. Na, endlich haben wir wieder ein paar Flieger, die sind mir schon angegangen. Da die nächste Riesenbrücke. Und natürlich auch der nächste Flieger. Ja, ich schwenke da mal um, dass du ein bisschen was seht. Das wäre die eine Seite und das war die andere Seite. Ja, und plötzlich komme ich da auf so eine riesengroße Fleckerlasse mit Wiesen. Ja, wird nicht so optimal sein, die Sonne schaut uns genau in die Blenden. Ja, gehen wir weiter. Ja, Freunde, jetzt könnt ihr das lesen. Betreten verboten. Ist jetzt eine Schwimmbeetzucht. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Naja, ist halt so. Ja, Freunde, das ist den hinteren Eingang jetzt benutzt, obwohl man nicht darf, zu der Schwimmbeetzucht. Und das ist nichts anderes wie ein Schießstand für Anten. Wie gesagt, da war ich schon mal herin. Ich möchte nicht wissen, wo da die Schwimmbette sind. Die müssen es versteckt haben. Naja, ist halt so.
Die Schwimmbettzucht. Ja, Refa, tschüss mir wieder da raus, weil da vorhin sind ein paar Leute, die haben da, die rennen gerade bangeln mit, da dürfte irgendein Fessel gewesen sein. Weiß nicht, ob ich die gesehen haben, dass ich da reingegangen bin, muss ich nicht unbedingt haben. Ich schleiche mal wieder davon. Ja, weiß nicht, ob man das sieht, aber da vorhin stehen die zwei Autos und rennen die Sessel weg. Ja, eigentlich wollte ich da drinnen auf den Entenschießstand mein Essen machen, aber dadurch, dass dem die Autos durchgestanden sind und was aufgelernt haben und die mich wahrscheinlich bemerkt haben, dass ich da hinten reingegangen bin, vergiss ich das lieber. Ja, ich gehe da jetzt weiter, da vorne ist dann eh schon der quasi Umkehrpunkt, da geht es dann wieder eine kleine Runde und wieder retour und dann suche ich mir Platz, aber jetzt ist genug. Es ist kein Wolf. Das ist mein Magen. Ja, das ist unser Treppelweg, der Hochwasserschutzdamm. Und wir nehmen aber den Weg da unten, da ist nämlich Rauchfahren verboten. So, endlich wieder von dem Treppelweg herunter. Jetzt gehen wir wieder so normale Wege lang. Da geht jetzt noch ein Stückchen und irgendwann ziehe ich dann rein ins Dickicht und Manschare schlick schlick Hunger. Ich bin da jetzt einfach einmal angezweigt und gehe da einmal in den dichteren Wald rein. Ich bin da jetzt eine Zeit lang durchgestiegen und ich denke, der Baumstamm da hinten, der könnte der meinige werden. Schauen wir mal hin. Ja, das Platzerl gehört mir. Das gefällt mir. Den werde ich mir einverleiben. Ja. Geh den Papa. Da riecht es richtig nach Schwammerl. Aber voll. Ja, wurscht. Ich habe jetzt einen Hunger und jetzt riecht ich mir mal alles her. Ja, Freunde, mein Platzerl habe ich gefunden. Ich habe auch schon alles aufgebaut. Und was gibt es heute? Heute gibt es Nudeln. Da habe ich so Hörnchen hab ich mit, die muss ich erst kochen. Und ein Sugo dazu. Und dann gibt es noch diesmal einen leckeren Petersilie oben drauf. Ja, gut, jetzt werden wir das Ganze mal köcheln müssen. Das dauert sowieso eine Zeit lang. Ja, Freunde, das schaut gut aus. Schauen wir mal. Der Nudel ist. Perfekt. Ist eigentlich mit dem Soloboot super. Der hält die wirklich fast von allein. Auf alle Fälle kommt jetzt von mir noch eine Spezialmischung. Dann kommt jetzt noch mein Sugo dazu. Also mein Kauf-Sugo, sagen wir so. Und jetzt noch der Petersilie drüber. So, jetzt schaut euch die Schüssel an. Na, ist das nicht lecker? Bist du narrisch? Ja, dann wünsche ich mir einen gesegneten Mahlzeit. Uah. Herrlich. Ja, zum Glück habe ich mehr Wasser mitgenommen. Da ist jetzt beim Kochen ein guter Dreiviertel Liter fast draufgegangen. Ich wäre mit dem Boot gar nicht fertig. Jetzt gibt es dann noch ein Käffchen. Da wir bald Halloween haben. Und das heißt immer Süßes oder Saures. Habe ich heute was Süßes dabei. Ja, zusammengegessen habe ich natürlich nicht. Ich habe da ein bisschen was, fast einen halben Boot habe ich dahin für die Viecherlein hingelegt. Es geht einfach nicht rein. Puh, war wirklich wahrscheinlich zu schnell gegessen. Und jetzt gibt es einmal ein Käfchen. Und dann hinten noch was Süßes. Und was gibt es da heute? Jawohl,
Heute gibt es einmal einen Seelenwärmer. Auf den gefreue ich mich auch schon. Ja, geht ja ratzfatz. So. Käfchen einmal. Schwarzes Gold. Herrlich. Und machen wir sie gleich das Wasser für den Seelenwärmer. Herrlich. Herrlich, kann ich sagen. Aber das brauche ich nicht dauernd wiederholen, das wisst ihr. Das kennt ihr schon von mir auswendig. Altbewährter Spruch, wie immer. Zuerst an meine ganzen Kranken wieder mal alles Gute, gesund werden. Und dann den Rest der Welt. Prost. Ah, gigantisch wieder mal, ja. Ich freue mich schon am Seelenwärmer dazu. Perfekt. Muss nicht kochen. Ah, ein bisschen, eine Spur zu viel Wasser. Herrlich, im Augenblick ist kein Flieger, nichts da, nichts was stört. Richtig angenehm. Ja, schon langsam wieder. Ah ja, viel dicker wird er nicht mehr werden. Ah, so, Adelackerl. So, und jetzt einmal ein bisschen was Süßes quasi. Ja, ich glaube, den kann ich auch trinken. Ja, was Süßes zum Trinken. Aber gut. Sehr gut. Ja, nichtsdestotrotz. Da möchte ich auch noch eine Kleinigkeit machen heute. Mein Hund noch ein bisschen gehen. Der will auch rennen, der Kerl. Ja, und jetzt trinke ich halt in Ruhe aus und dann packen wir wieder zusammen. Frisch gestärkt und angefüllt geht es wieder retour. Da vorne ist schon die Brücken. Über diese Brücke musst du gehen. Oder nicht? Ja, Freunde, jetzt haben wir noch ein paar Meter und ich bin wieder beim Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.